Moin Moin von Monte und von mir. Willkommen zur offiziellen Team-Auslosung des ersten WoW Classic Arena Liga. Das Turnier ist das quasi morgen, übermorgen am Samstag, den 18.07. ab 17 Uhr live auf twitch.tv/defilex übertragen wird. Das ist ein gemeinsames Event, ganz wichtig, von Monte und von mir. Das wird zwar auf meinem Twitch-Kanal stattfinden, allerdings ist es ein gemeinsames Event. Monte und ich werden das gemeinsam durchziehen und Highlight-Videos, eventuell so das ganze Turnier, werden danach auf dem Kanal von Monte hochgeladen. Und ja, wir haben einfach da mega Bock drauf. Und wir haben da sehr viel Zeit mit verbracht in den letzten Wochen, sehr viel organisiert und sind jetzt heute endlich an dem Punkt angekommen, dass wir quasi die Teams auslosen können und dann auch den Turnierbaum quasi für das Turnier übermorgen fertig haben. Und das werden wir jetzt quasi hier einfach mal machen. Wenn ihr bei dem Turnier mitmachen wollt, dann einfach mal in der Videobeschreibung auf den Turnier-Discord draufkommen und dann könnt ihr euch dort auch gerne für das nächste Turnier anmelden. Das wird sicherlich noch kommen. Gut, dann würde ich sagen, Monte, wollen wir anfangen? Lass mal gucken, welches das erste Team ist. So, jetzt ich habe ja gar keine Ahnung. So, oh. Wen haben wir denn da? Avoid the Difference. Ich bin einfach mal so frei, ja, weil Avoid the Difference, ein Lucifront-Team, bestehend aus Heath, Flenio und Cavitas als Combo, Priester, Druide, Hexenmeister. Sehr spannende Combo. Rank 14, Heath, Flenio Rank 13, Cavitas Rank 12. Und ja, die erste Combo, die sich angemeldet hat. Was denkst du, Defiler? Was sind so deine ersten Gedanken gewesen, als du die Combo gesehen hast? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich vorher schon mal so ein bisschen mir Gedanken gemacht habe, welches Setup eventuell gut abschneiden könnte, habe ich irgendwie immer direkt genau an das Setup gedacht, ehrlich gesagt. Also an einen schönen Druiden, auch gerne mit Rang 13 Gear oder mehr halt, ne, damit er richtig schön viel aushält, einen Warlock und einen Shadow. Ich meine, Heath spielt auch Shadow, ne? Genau so ist es, habe ich gar nicht erwähnt, ne? Flenio ist Heildruide, Heath wird Shadow Priest sein und Cavitas ist Cavitas spielt Soulink Warlock, genau, habe ich mir auch schon angeschaut. Die Talentbäume gucken wir uns heute nicht an, die gucken wir uns dann während des Turniers nochmal in Ruhe an. Ja, also wie gesagt, mein erster Eindruck von dem Setup war, ist schon eine Ansage. Ja, das war mein erster Gedanke. Ja, gehe ich mit. Die Dodge-Power und die 4-Power wird hier stark sein. Genau, also ich werde das gleich noch erklären oder darlegen. Also im Laufe der Anmeldung, es war ja so, dass sich die Leute wirklich im Verlauf von 2 Wochen ungefähr angemeldet haben, ist dann noch das ein oder andere Team reingekommen, wo ich dann jetzt doch schon denke, wow, okay, das könnte vielleicht doch noch etwas dominanter werden. Ja, es ist halt interessant generell auch, wie die Meta sein wird. Ich kann es gar nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Ob wir eher so eine Burst-Meta haben werden, welche Healer dominieren werden. Man kann natürlich so ein paar Sachen von der Burning Crusade Arena ableiten, aber ich vermute, es wird schon auch am Ende eine sehr, sehr eigenständige Meta auch entstehen. Ja, denke ich auch. Ganz spannend, ja. Bei dem Team hier, ne? Einziger Druide im Turnier. Echt? Ja, ist so? Sehr spannend. Ja, einziger Druide. Oh, okay. Ja, also einzige Combo, die mit Druiden spielt. Ja. Vielleicht, ich habe gerade noch eine Idee, vielleicht bevor wir weitermachen, können wir ganz kurz nochmal den Arena-Bereich reinsneaken. Weil wir gerade über die, wo haben wir ihn denn hier? Über die gute alte Druiden-Gestalt hier zu sprechen kommen. Denn das ist quasi hier im Hintergrund, seht ihr den Arena-Bereich, ja. Und das war übrigens einer der Gründe, weil wir eben auch den Druiden das natürlich nicht verwehren wollten, dass sie auch ihre Gestalten ordentlich verwenden können. Deswegen haben wir uns hier für den Outdoor-Bereich entschieden. Es kann allerdings sein, müssen wir mal gucken, auch wie euer Feedback sein wird, dass man sich vielleicht in zukünftigen Turnieren vielleicht doch dazu entscheidet, zumindest zu rotieren zwischen den Arenen. Ja, dass man zum Beispiel einmal den, keine Ahnung, den Flaggenraum nimmt oder irgendwie mal oben den Bereich bei Warsong, einmal den Flaggenraum und einmal den Bereich hier oder den Ali-Friedhof. Also sind natürlich viele Dinge möglich, aber das ist quasi einer der Gründe, warum wir hier diesen Bereich genommen haben, damit sich halt auch die Druiden hier frei entfalten können. So ist es. Das war echt ein Krampf, quasi einen passenden Ort zu finden, muss man sagen. Weil man an so viele Dinge denken muss. Man möchte irgendwie ein bisschen Line of Sight haben, man möchte aber auch auf jeden Fall draußen sein, damit Druiden shapeshiften können. genau. Und so viele Dinge zu bedenken. Uiuiui. Aber ich finde, also ich persönlich, und ich glaube, das spreche ich auch für dich, wir persönlich, glaube ich, beide waren von der Idee sehr angetan.
dass man mehrere Arenen in der Kriegshimmelsschlucht hat und in einem Best of Three die Arenen zum Beispiel safe. Ne? Ja. Das ist eigentlich eine coole Idee. Genau, weil einfach noch mehr, also dann ist es halt nicht so, da meinten auch einige Teams, die schon trainiert haben, dass es dann halt nicht so ist, dass zum Beispiel, keine Ahnung, auf einer Map werden die Melees zum Beispiel deutlich bevorteilt, sagen wir mal irgendwie so, ne? Und dann hat man, wenn man mehrere Maps hat, hat man die Problematik nicht, dass irgendwie das eine Melee oder eine Caster-Only-Meta wird am Ende, ne? Ja. Mhm. Ja, wollen wir das nächste Team direkt angucken oder wollen wir dann schon auslosen jetzt immer? Nee, wir gucken uns erstmal alle Teams an, würde ich sagen, oder? Jedes Team soll die 2 Minuten, 3 Minuten Ehre haben für die Anmeldung. Okay. Schon mal vorab. Ja, gerne. So, dann, wir haben es eigentlich relativ intelligent gelöst hier. Ich muss mich einfach nur so machen. Und dann geht's auch schon weiter hier. Ja, Monte, dann stell doch mal das nächste Team vor. Also stelle ich alle vor, ich dachte, wir machen abwechselnd, aber passt. Ach so, ja. Undecided. Alles gut, alles gut. Du kannst das so gut. Ich habe das 50 Mal vorher geübt. Ey, das war echt schon improvisiert. Fandest du das wirklich gut? Alles gut, zweites Team, das sich angemeldet hat, Undecided, mit dem Kapitän. Den habe ich, glaube ich, eben gar nicht erwähnt. Das ist Duschland, das Team aus Duschland, Nadram und Killux vom Server Transcendence. In ihres Zeichens Paladin, Krieger und Hexenmeister. Ebenfalls eine sehr, sehr spannende Kombo, vielleicht noch zu erwähnen. An dieser Stelle Duschland, Max Rank 7, Nadram Max Rank 10 und Killux mit dem Rang 13 Gear am Start. Ja. Monte, wäre tatsächlich gar nicht mal so schlecht, wenn du wirklich jedes Team vorstellen könntest, weil du kannst ja den Discord eben nebenbei immer noch aufhaben. Ja, alles gut, ja. Weil das, gerne das mit den Rängen und so weiter vorlesen, weil das kann nämlich ich nicht machen. Wenn ich das mache, ist deine Webcam weg, weißt du, dein Bild. Also, stimmt. Okay, dann ziehe ich durch. Genau. Aber ich gehe natürlich, ich habe mir jetzt alles durchgelesen, ich gehe gerne drauf ein, aber genau, gerne dann immer kurz diese wichtigsten Infos aus dem Post. Alles easy. Wobei ich bei dem Team mich frage, Nadra, was hat ihr da für Gear an? Ist das nicht eigentlich das dicke Gear? Was ist Rang 13, glaube ich, der Meinung, oder? Ja. Hat er nur einen 10 gemacht? Ich bin auch der Meinung, oder? Es steht Rang 10 drin, wahrscheinlich, weil das der aktuelle Rang ist, aber ich bin der Meinung, das sieht ziemlich nach Rang 13 aus. Sieht sehr golden aus, auf jeden Fall. Ja, aber im Krieger ist ja das Rang 13 Gear dieses dunkelgelbe und nicht das blässliche, wie beim Rang 10er Set, ne? Beim Paladin wiederum sind, glaube ich, sogar beide gelb. Auch ganz komisch. Ja, sieht mir auch nach Rang 13 aus, aber keine Ahnung. Ach, Moment. Das ist falsch sortiert, schreibt der Godking, hat es hier gerade sortiert. Killux war Rang 10, der Hexenmeister. Und Nadram, der Krieger, ist tatsächlich Rang 13 gewesen. Danke. Ja, der Warlock hat wieder nur Rang 10 gemacht, weil er sowieso PvP-Gear im PvE bekommt. Ja. Slacker-Mentalität. Was soll man sonst dazu sagen? Ja, auch sehr spannende Kombo, muss ich sagen. Wir haben dazu gleich auch nochmal ein sehr ähnliches Team mit einem Mage und einem Warlock. Das könnte quasi eine Art Mirror-Match werden, in Anführungszeichen zumindest. Und hier natürlich zweimal Platte. Wir haben den Heal-Paladin, der hier, man weiß, also uns natürlich, ihr müsst euch überlegen, jetzt sind Teams freigestattet, das Gear zu switchen. Ja, natürlich noch vor dem Turnier, bis zum Turnier, wie auch immer. Muss man gucken, ob der Paladin hier PvE-Gear tragen wird am Ende. Ich vermute eher nicht, aber keine Ahnung. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie gut das T2-Gear im Gruppen-PvP-Gameplay so ist, ja. Könnt ihr auch gerne mal in den Chat reinschreiben. Aber ja, generell mit einem Krieger, wie du schon gesagt hast, wir haben das gleiche Setup nochmal mit einem Magier. Vom Gefühl her würde ich sagen, ist es mit einem Magier nochmal leicht stärker, aber es ist nur ein Feeling gerade. Interessant auf jeden Fall. Ja, mega. Auch interessant, ob der Krieger hier wirklich Fury gehen wird. Ich vermute nicht, aber mal gucken. Das ist richtig. Natürlich die Warlock-Flüche und Co. auch nicht so schlecht für den Krieger, muss man auch dazu sagen, ne? Ja, stimmt. Das muss man nochmal bedenken. Also sehr starke Kombo, muss ich auch sagen. Ich bin sehr gespannt. Könntest du gerade mal nachgucken, welche Skillung er eingetragen hat? Ist er wirklich Fury? Nadram ist Arms eingetragen, natürlich. Also wird natürlich für das Turnier dann Armskrieger sein. Und demzufolge mit Mortal Strike spielen. Ah, okay. Hätte mich auch gewundert, wenn er Fury gehen würde. Okay. Wollen wir direkt weitergehen? Ja, sehr gerne. Kommen wir zum dritten Team. Nummer 3, der SC Pantera. Ganz genau, angeführt von Teamkapitän Vasky, Paladin
und seinen beiden Teammates Skokes und, wie heißt der Krieger? Sekunde, Nymphs. Ja, Paladin, Priester, Krieger. Und hier ist natürlich die erste Frage, die wir uns stellen. Von welchem Server die sind, das ist natürlich vollkommen klar, das ist Venoxis. Aber jetzt ist es natürlich spannend. Zwei potenzielle Heilklassen. Der Paladin ist auch Heiler und der Priester wird Shadow Priest spielen. Genau, Turnier. Er ist Shadow, hatte ich schon geguckt. Und der Krieger, dann Armskrieger, habe ich gerade auch gesehen, genau, 31-20-0. Auch sehr spannende Kombo. Kommt quasi dem vorherigen Team sehr, sehr nah. Ne? Also Shadow Priest ausgetauscht zu einem Hexenmeister. Vielleicht noch ganz kurze Informationen zu den Rängen. Waski, Max Rang 11, Skokes, Max Rang 10 und Nymphs hat natürlich, das sehen wir hier auch schon wieder, mindestens Rang 13, aber er hat sogar Rang 14 dabei. Ja, Krieger ist Rang 14, gute alte Monkey News Optik am Start hier. Man kennt sie, stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall eine Ansage, das Team. Ja, dann doch recht, also ich war dann doch recht überrascht, wie viele Paladin-Krieger-Setups doch am Start sind. Mit dem Shadow, ja, wir haben quasi alle drei Kombis drin, ne? Wir haben quasi Krieger. Pala-Kombo, einmal mit einem Mage, einmal mit einem Shadow und einmal mit einem Warlock. Ne? Was würdet ihr so spontan sagen, ist die stärkste Kombi von den drei, wenn ihr das so entscheiden müsstet? Das ist eine schwierige Frage. Was würdest du sagen, Monte? Schwierig. Fühle ich mir schwer, das abzuschätzen gerade, weil alle drei Caster in ihrer Rolle natürlich ihre eigenen Vor- und Nachteile haben. Und wenn du jetzt bedenkst, also, ne, es ist ja kein One-on-One-Turnier, wo du sie einfach ranken kannst. Ich tue mir echt schwer, das einzuranken, weil ich sagen würde, wenn es zum 1v1 geht, haben Shadow Priest und Hexenmeister die Nase ein bisschen vorne. Im 3 gegen 3 könnte ich mir vorstellen, dass die Mage-Kombo hier gerade, auch wenn du bedenkst, dass du wahrscheinlich irgendwann vielleicht in ein Mirror-Matchup kommst, gegen die Pala-Krieger-Kombo vielleicht mit Mage ein bisschen effizienter ist. Ashib könnte sehr mächtig sein, aber muss man gucken. Ja. Schwierige Frage. Ja. Auf jeden Fall auch sehr starkes Setup. Ja. Und am besten gegiert ist auf jeden Fall der Krieger hier an der Stelle. Muss man nochmal gucken, was jetzt der Shadow und Paladin auch so für PvP-Gear am Start haben. Aber wie gesagt, vielleicht ist es halt auch einfach eine recht burstlastige Meta, sage ich mal, wo es dann wirklich einfach nur auf den Heal-Output während der Bubble ankommt. muss man mal gucken, ja. Muss man gucken. Ja. Spannend natürlich in der Combo, der Priester, bevor wir jetzt weitergehen, der Priester könnte natürlich hier als erste Combo unterstützend mitheilen. Die anderen Combos haben bisher nur eine Heilklasse. Wobei, nee, das Team von Avoid the Difference, die haben natürlich auch mit dem Shadow Priest und dem Heal-Druiden zwei potenzielle Heiler. Aber in der Kombi halt wäre der Shadow die einzige. Genau, in der Kombi. Könnte das auch um den Vorteil gegen Mage oder... Aber wie ist denn das? Ja doch, klar. Shadow kann ja das Schild verteilen in der Schattenform, ne? Oder? Doch, oder? Ich denke. Ja, gerade Shadow Noob am Start. Ich bin der Meinung, ich bin relativ sicher, dass Shadows in der Schattengestalte Schilde verteilen können. Und allein das sollte ja schon mal sehr viel Damage rausnehmen, ne? An der Stelle. Wenn man gebürstet wird. Profis am Start hier, Hief, richtig. Die schon sehr lange WoW, aber... ich kann auch nicht jede Klasse auswendig so, aber ja. Ich denke, ich bin relativ sicher. Also es müsste eigentlich gehen. Gut, dann lass weitermachen. Ja. Mit dem vierten Team. Ja, der beste Name, meiner Meinung nach. Namen schon mal gewonnen. Back to Retail. Ciao. Alles bis Skills, RIP. Das ist so geil, man weiß eine Sache nicht perfekt, jetzt hängt der Twitch-Chat am Start, ey, göttlich. Direkt der Ass drin. Ja, okay, Leute. Monte, dann stellt uns gerne die löppenden Lachse vor. Da kann ich nur anmerken an der Stelle schon mal, die haben bei dem Summer Bowl mitgemacht mit ihrem Xena Warsong Setup. Von daher hier ein etwas prominenteres Team schon, wenn man so sagen darf, die auch schon bei einem größeren Turnier mitgemacht haben. Und die auch somit echt mit, muss man wirklich ganz klar sagen, nochmal danke an die. Also mit die Ersten, die direkt am Start waren, direkt Bock hatten, so direkt meinten, ey, wir wollen euch helfen und so weiter. Also vielen Dank nochmal auf jeden Fall an die Lachse hier an der Stelle. Sehr, sehr geil. Auch von mir vielen, vielen lieben Dank. Und Namens-Challenge habt ihr auf jeden Fall gewonnen. Wenn es dafür einen Preis gäbe, wäre es eurer. Also habt da schon mal Ruhm und Ehre. Ja, die löppenden Lachse, wir haben schon viel über den Namen gesprochen, aber wer steckt eigentlich dahinter? Das ist das Team um Wands. Also besteht aus Wands, Faker und Fake Cutie. Die erste reine Stoff-Kombi, die wir haben. Hexenmeister, Mage,
und Priest. Der Priester ist so ein Mix aus allem. So ein bisschen Diszi, Shadow, Holy. So ein bisschen überall mal ein paar Punkte reingesteckt. Soulink, Warlock und ein Frostmage. Mhm. Vom Server Razorfan mit den Max-Ranks. Worns Rang 10, Faker Rang 11 und Fake Cutie Rang 5. Mhm. Sehr spannend, oder? Die erste reine Kombo, die sich sagt, komm, Stoff ist keine Begrenzung. Ja, also ich denke mal halt auch, natürlich, ich denke, die Leute gucken nicht immer nur wegen dem perfekten Setup, ne? Du musst natürlich auch die guten Spieler am Start haben, beziehungsweise natürlich auch, du musst dich halt auch einspielen mit den Leuten. Aber ja, auf jeden Fall ein interessantes Setup. Übrigens, was ich auch noch sagen wollte, kein Warlock, der sich angemeldet hat, bisher ist nicht Soulink. Also, Soulink ist auf jeden Fall die Meta an der Stelle. Ja, interessante Kombi. Ja, muss man gucken, was sie halt vor allem so gegen Melee-Setups vorzuweisen haben, ne? Oder gegen Hardcore-Burst-Setups so. Ja, aber wenn man natürlich sagen muss, ne, Soulink, Iceblock, sind natürlich auch starke Fähigkeiten. Also das Stock war natürlich sehr übertrieben dargestellt. Sie haben natürlich trotzdem auch eine gute Defensive, das sollte man nicht unterschätzen, eben durch die Talente, und wir sehen es. Ja, hier, aber Fake Cute war der Name vom Priester, ne? Genau. Welche Skillung? Er war Heal, ne? Disziplin. Er ist 19 Diszi, 21 Shadow. Also Shadow mit Silence, ganz wichtig an dieser Stelle. Okay. Und dann 11 Punkte im Holy. Vielleicht ist es auch ein bisschen Spellcleave-mäßig angelehnt. Keine Ahnung. Könnte natürlich auch sein, ne? Sehr offensiv auf jeden Fall dann. Ja, also es kommt, er wird halt auch ein bisschen auf die Map drauf ankommen, denke ich mal, inwiefern man da auch die Map usen kann, um sich vielleicht auch Melees vom Hals zu halten halt, ne? Muss bedenken, natürlich auch sehr viel und sehr starker CC, ne? Also Priester 4, Hexenmeister 4, Mage mit Nova, genau. Sheep, Cone of Cold, Slow und was weiß ich nicht alles. Also sehr, sehr CC-stark. Und auch nochmal wichtig an der Stelle, Priester dürfen theoretisch gesehen auch übrigens Gedankenkontrolle machen, ja, nochmal um es klarzustellen. Ihr dürft damit nur nicht die Gegner von der Klippe runter manövrieren oder aus der Arena raus halt. Das wäre theoretisch gesehen auch noch möglich. Gut, dann gehen wir weiter. Jo. Jo, alt und faltig. Trotzdem gewaltig. Und let's go. Ja, das, erstmal der Name natürlich auch ein Highlight in meinen Augen, wenn man sich dazu die Charts anguckt. Drei Zwergpriesterinnen. Schon mal, da ist der Name auf jeden Fall Programm in diesem Fall. Das Team. Alles nur Zwerge, ja, schon. Ja, genau. Und alles weibliche. Ah, nee, es sind ein männlicher, warum, ja. Genau. Aber alle graue Haare, alle am Start. Das Team um Old Ushi besteht. Habt ihr das seit dem Release geplant, den Namen? Ja, mit den Schafs? Seid ehrlich. Geil, ja. Ja, sorry. Sehr, sehr geil. Das Team, genau, um Old Ushi, ich hab's gerade gesagt, mit den Kollegen Granny und Xeroda, ihres Zeichens Rogue und Priest vom Server Stonespine, also der erste Nicht-EU-Server, wenn ich hier korrekt bin an dieser Stelle. Also der Nicht-Deutsche, meinst du, ne? Ja, natürlich Nicht-Deutsche Server ist natürlich ist England in der EU. Jetzt nach dem Brexit natürlich nicht mehr, es kann nur schlimmer werden. Genau, das erste Team von einem nicht-deutschen Realm, was natürlich sehr cool ist, dass wir generell mit der Wargames-Funktion die Möglichkeit haben, eben sogar regionsübergreifend hier die Spieler an den Start zu bringen. Genau, Granny Rang 7, Xeroda Rang 8, Old Ushi Rang 10, und wir haben hier eben schon mal eine ähnliche Kombo gehabt. Diesmal ist nicht der Paladin der Heiler, sondern der Priester wird heilen. Mhm. Retri. Und ich habe gehört, du hast da eine persönliche Wette am Laufen, wie sich das mit den Retris verhält. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das irgendwie war. Also das war auch gar nicht mit Old Ushi direkt. Ne? Ich glaube, das hatte ich irgendwie einfach so mal gesagt. Meinte irgendwie so von wegen so for fun mal, wenn ein Retri das Turnier gewinnen sollte, dann bekommt das Team nochmal 20 Euro extra von mir. Und dann hat sich tatsächlich noch ein Retri angemeldet irgendwie und jetzt bin ich halt irgendwie da drin. Muss man mal gucken, Leute, ja? Muss man mal gucken. Versuchst du dich dann rauszureden? Ich meine nichts gegen Retri, so ganz ehrlich. Retri, ich verstehe auch diesen ganzen Meme-Spec-Hate immer gar nicht gegen Retri. So, Retri sind meiner Meinung nach wirklich stark im PvP. Natürlich im PvE, ne?
Über den Damage kann man streiten, aber im PvP ist Retri auf jeden Fall eine Ansage. Auch im, zum Beispiel im Duellturnier haben einige Paladine, die waren nicht unbedingt Retri, aber also im CDL, hatten auch zum Teil das ein oder andere Legendary, aber trotzdem, Paladine haben da auch schon ordentlich Welle gemacht, zum Teil. Von daher bin ich mal gespannt, was hier ein Team mit einem Retri und einem Schurke so machen kann. Das ist natürlich eine sehr burstige Kombi wahrscheinlich. Ich vermute, dass da versucht wird, jemanden komplett down zu nuken im Stun, also entweder im Hammer oder halt im Kidney Shot vom Schurken. Da sehe ich auch Ähnlichkeiten. Es gab so ein ähnliches Setup auch. Ich weiß nicht mehr, ob es in WOTK, ich glaube, es war in WOTK, Retri Schurke war da auch im Dreier. Ich weiß gar nicht mehr, was man da von Healer genommen hat. Tatsächlich gar nicht so eine schlechte Kombi, weil man halt wirklich die Leute relativ schnell umklatschen konnte. Von daher bin ich mal gespannt. Hättest du nochmal den Talentbaum vom Schurken eventuell? Der Schurke ist ein Hemo-Rogue mit Coldblood. Genau, Hemo-Rogue mit Coldblood. Ganz spannend sehe ich gerade auch hier, der Priester hat wiederum Silence geskillt, aber ist deutlich mehr im Holy Tree, also im Spirit of Redemption, das heißt mit der nachträglichen Heilung noch, was natürlich auch nochmal ein Spiel entscheiden kann, gerade im PvP-Turnier. Gerade ja, nochmal, um es mit dem Schurken nochmal ganz kurz abzuschließen, was ich interessant finde, dass er sich nicht für einen Dagger-Spec entschieden hat, weil ich gerade vermuten würde, gerade mit einem Retri kann man mit einem Dolch, würde ich sagen, nochmal deutlich mehr Damage rausballern in kurzer Zeit, gerade auch wenn man zum Beispiel das zur Group Trinket hat oder solche Geschichten, da kann man schon ordentlich mit reinballern mit einem Dagger-Schurken, aber gut, Hemo-Rogue natürlich auch stark, ein bisschen mehr Kontrolle im Game. Und was ich mit dem Priester interessant finde, er hat hier sehr viel PvE-Gear an. Welchen Rang hat er maximal gehabt? 8. Okay. Also ja, dann hat er entweder nicht mehr PvP-Gear oder vielleicht hat auch der ein oder andere hier taktisch in dem Screenshot nicht das Gear angezogen, ne, was er während des... Das könnte natürlich auch sein, also da müssen wir vielleicht nochmal in Zukunft überlegen, wie wir das regeln. Dass man auch so einen guten Eindruck halt vorher bekommt. Ansonsten relativ viel PvE-Gear so, aber ich weiß halt gar nicht, wie mega relevant das beim Priester ist, aber ich glaube, Priester ist schon, profitiert schon sehr, sehr stark vom PvP-Gear eigentlich. Das würde ich jetzt so, wenn ich jetzt so sagen darf, eine leichte Schwachstelle an dem Team vielleicht zu so sehen, das Priester-PvE-Gear, aber man muss gucken, was sie machen werden. Auf jeden Fall auch sehr, haben wir eben schon drüber gesprochen, sehr CC-starke Kombo. Ja, ganz ehrlich, vielleicht brauchen sie auch diese defensiven Qualitäten gar nicht, weil sie einfach so schnell einen downjuken werden mit dem Retri und dem Schurken und dann irgendwie, ja, muss man mal gucken, Ja. Gut. Gut, weiter gehen wir zum 6. Team. Ja. Classic is hard. Jo. Lass mal einfach mal so stehen an dieser Stelle, das Team rund um Teamkapitän Ananassa, bestehend aus Ananassa, Su und Shine, Mage, Priest, Rogue. Ich glaube, die, ich würde vielleicht sagen, fast bekannteste Combo, wenn man an die 3 vs. 3 Arena denkt. Ananassa Rang 10, Su Rang 11 und Shine ebenfalls Rang 11. Und wir sehen hier in der Vorschau ganz klein Shine mit Thunder Fury am Start. Was heißt ganz klein? Im Charakterfenster sieht man es riesengroß auf dem Rücken hängen. Sehr spannend, oder? Ich meine, die, wie gesagt, die, wenn es eine Combo, glaube ich, im 3 gegen 3, dann ist es diese. Ja, RMP-Leute, was ist so die Meinung vielleicht auch vom Chat? Ihr könnt natürlich auch gerne mal eure Meinung zu den Setups hier in den Chat reinschreiben nebenbei. Das ist natürlich so das Standard-Setup von der Burning State Arena. Eins der Standard-Setups so, die gerade in der kompetitiven Arena sehr gerne gespielt worden sind. Sehr dynamisches Gameplay, man kann sehr viel machen, man kann Leute sehr schnell downjuken. Natürlich ist interessant, inwiefern das auch in der Classic Arena möglich sein wird. Oder vielleicht sogar noch viel besser möglich sein wird, weil wir einfach nicht den Lebenspool haben, den wir in Burning Crusade haben werden. Von daher ist es was für ein Spec hat der Schurke? Der wird Dagger sein wahrscheinlich, ne? Ich kann es nicht gut genug beurteilen, aber Preparation, Improved Sprint und Tödlichkeit im Meuchelnbaum. 16-12-223. Kannst du mir den Spec mal ganz kurz linken im Discord? Dann? Ja. Vom Schurken, dann würde ich ganz kurz mal dann aufmachen. Da, passt. Ja, danke. Ja,
Vielleicht in der Zwischenzeit. Der er ist Dagger, ja, okay. Mit dem Silent Blick. Genau. Er ist Dagger, ja, habe ich schon vermutet. Hm, okay. Ja gut, hat ja auch Dagger im an zumindest, ne? Ja, wegen Petitions Blade halt auch in der Mainland und ja, genau, das Dagger. Was wolltest du sagen gerade? Priest ebenfalls, also Su ebenfalls mit Silence geskillt. Also da führt als Priester offensichtlich keinen Weg dran vorbei. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, vom Priester-Talentbaum habe ich nicht so viel Plan. Natürlich auch sagen, ich denke, meine Teams werden sich auch Gedanken gemacht haben, wie sie ihre Talentbäume fürs 3 und 3 optimieren. Das ist natürlich immer eine andere Meta. Geht nicht darum, irgendwie im BG was zu machen oder irgendwelche Funktionen zu erfüllen. Und es geht auch nicht darum, Duelle zu überstehen. Von daher, denke ich mal, wird man schon die ein oder andere Talentausrichtung hier sehen. Ja, spannend. Spannend. Ich weiß halt auch gar nicht so, ob so ein Team jetzt hier, ob das ein favorisiertes oder ein Favoriten-Setup wäre so. Oder mehr so Krieger, Paladin, Mage oder so, wo man wirklich sehr defensiv auch arbeiten kann. Keine Ahnung, ist echt interessant. Ja, auf jeden Fall bin ich bei dir. Was auf jeden Fall hier auch ein Vorteil ist, dass sie alle drei UD sind halt, ne? Das ja, machst du das natürlich gegen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum in Burning Crusade halt so viele, leider Gottes halt, weil es halt so unausgeglichenes Horde gehen, weil sie einfach, weil halt gerade in der Arena ist einfach Will of the Forsaken dann später im 3 und 3 total mächtig und da sind sie auf jeden Fall gut aufgestellt halt gegen den 4 hier. Genau. Auf jeden Fall. Gut, wollen wir weiter? Yes. Ja, das Boomer Squad. Bestehend aus Mutant Mage, Heras und dem Smash Master, ihres Zeichen Magier, Krieger Paladin. Das, wovon wir die ganze Zeit auch gesprochen haben. Also Krieger Paladin, inzwischen dann auch mit dem dritten Caster im Team. Alle Rang 14 genau. Vom Server Patchwork. Und alle, glaube ich, mit richtig viel Motivation. Ja, ich kenne die Kollegen von Patchwork genau. So vom World PvP sieht man die öfter mal rumrennen, ne? Alles auch Hardcore-PvP-Spieler, alle drei Rang 14 gemacht, genau. Ich weiß gerade gar nicht, was das hier für ein Trinket ist hier vom Paladin. Ist wahrscheinlich auch wieder etwas Besonderes irgendwie. Könnt ihr mal reinschreiben in den Chat. Was hat der Paladin hier für ein Trinket? Irgend so ein Gem oder so? Ich glaube aus BWL oder so, bin mir nicht sicher. Der könnte, glaube ich, sehr, sehr stark sein. Generell, World Boss Heal Trinket, okay. Das ist wahrscheinlich eine kranke Nummer, ne? Wenn so jemand sowas trägt, dann weiß man immer so, okay. Yes. Das ist wahrscheinlich nicht schlecht. Ja, was soll ich dazu so gut sagen, ne? Also, mehr Gear geht nicht für so ein Turnier. Das ist richtig, ja. Ich sehe hier kaum ein blaues Item, ehrlich gesagt. Dann ist es entweder eine Insignie oder eine Trinket hier, 2% Crit, Drakizat. Ja, wir brauchen noch eine epische Insignie fürs Team, Leute. Ja, mit Zeit. Ja, mega starke Kombo und mega starkes Gear. Genau, also Krieger profitiert unglaublich krass vom Rang 14 Gear, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Paladin ebenfalls im Grunde genommen hat hier auch, wie ich sehe, den Ring aus BWL mit sehr viel Plus-Heal, also sehr viel Heal-Output auch nochmal. Der Mage hier auch, Top-Gear, also das wird echt eine Ansage. Aber natürlich letztendlich, Leute, wir können uns hier das Gear anschauen. Am Ende ist auch immer entscheidend, wie die Teams in den jeweiligen Runden spielen werden und vor allem auch, welche Teams die quasi bekämpfen werden halt, ne? Genau. Das ist ja auch ein ganz großer Punkt. Man kann natürlich Pech haben am Anfang. Und hier irgendwie ein Team bekommen, was einfach überhaupt nicht einem liegt und einen komplett countert gefühlt, ne? Ja, das ist natürlich der Reiz am K.O.-Format, ne? Jeder kann jedes Team besiegen. Es braucht nur zwei Games, wo man den Kopf einen Zentimeter vorne hat. Ja, ich hatte mir noch jemand gerade den Link geschickt von dem Trinket. Der Hibernation Crystal von Isondre increases Healing dann bei Magical Spells and Effect bei up to 350. Okay, also 350 plus hier einfach mal. Das ist jo. Natürlich eine Ansage, ne? Das ist definitiv alles andere als schlecht. Vor allem 1,5 Minuten Cooldown, das heißt, das ist für jedes Match ready, ne? Oh,
Vor allem nicht nur für jedes Match, sondern wahrscheinlich mehrfach im Match, ne? Das ist krank, ja. Das ist echt sehr, sehr stark, ja. Gut, damit haben wir dann auch den Gewinner ermittelt. Nein. Nein. Nein, Leute, ich, wie gesagt, ich finde, Leute, Gier ist eine Sache. Moin, Donation, grüß dich. Glaub mir, Donation, ich glaube nicht, dass das unbalanced werden wird. Ganz wirklich. Also, es ist wirklich alles möglich. Keiner weiß, wie die Meta aussehen wird. Von daher. Ja. Ja. Gut, ein Team haben wir noch. Ja, noch ein Teams. Wo sind die Gegners? So. Noch ein 100 Meters. Haben wir die denn? Da sind sie. Das Team von Faxen, Gypsy Jola und Fies Like Ninja. Auch wieder ein Mage-Rogue-Team, aber nicht mit dem Schamanen und auch nicht mit dem Heilschamanen, sondern mit einem Elis-Schamanen. Ganz witzige Anekdote. Von Patrick ebenfalls. Genau, kenne ich auch die Kandidaten. Kennst du auch. Und die haben ihre Max-Ränge, sehe ich gerade nicht reingeschrieben. Das ergibt Disqualification. Nein. Oh, echt? Bitte einmal nachtragen, aber... Ja, weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. also ich kenne die Kollegen ja, aber Faxen hat, meine ich, schon gerankt. Aber wie hoch, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. An 10 hat er safe gemacht, glaube ich. Eigentlich, glaube ich, würde ich vermuten sogar höher. Bin mir aber nicht sicher. Gypsy Jodler hat auf jeden Fall safe 10 gemacht. Ich glaube, die Beine sind, obwohl, nee, warte mal. Also 10 auf jeden Fall. Und Feel Like Ninja ist eigentlich Mage. Mhm. Kleine Story noch am Rande. Und zwar der gute alte Bus Driver. Vielleicht kennt ihn jemand noch. Hat auch auf etlichen Private-Servern gespielt. Und der spielt eigentlich Mage und hat aber den Schurken hier erst vor ein paar Wochen hochgelevelt. Also der ist relativ frisch 60. Mhm. Deswegen, das sieht man auch ein bisschen am Gear, finde ich. Ja, aber sehr, sehr interessantes Gear, ne? Also Dunkelmondkarte, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, könnte interessant werden. Ja, also der Kollege hat auf jeden Fall Ahnung, ne? Der weiß, was er macht. Er ist hier direkt quasi in das Top-Gear reingegangen, was man sich halt so mit Gold und über ZG und so weiter schnell holen kann halt, ne? Ja. Genau, es ist natürlich sicherlich kein Top-Gear, aber Schurk ist auch sehr cooldown-abhängig und ein bisschen unabhängiger vom Gear generell. Von daher würde ich sagen, wenn es möglich sein sollte, eine gute Platzierung bei dem Turnier zu erreichen, mit etwas weniger gutem Gear, dann wahrscheinlich mit einem Schurken, weil er einfach sehr viel über Cooldowns ausgleichen kann und die Matches halt bei so einem Setup auch nicht lange dauern sollten. Also das wird so sein, entweder die verlieren oder die gewinnen innerhalb von einer halben Minute, so vermute ich mal. Aber mal gucken. Ja, was fällt dir sonst noch zu dem Setup ein, Monte? Sehr, sehr krasse Kombo. Ich habe das Team gesehen und dachte, ach krasse, RMS mit einem Heal-Charmy und klick auf den Heal-Charmy und denke, nee, der ist Ele. Warte, also sehr, sehr spannende Kombo, weil wir haben bis jetzt 7 Teams gesehen, die im Doppel-DD ein Healer-Setup antreten und jetzt haben wir das erste Team, was ich gesagt drauf geschissen, 3 DDs, it is. Ja. Sehr viel CC. Gerade von dem Mage und von dem Rogue, aber auch sehr viel Burst durch den Schamanen. Sehr, sehr spannende Combo, muss ich sagen. Also würde ich absolut nicht unterschätzen. Die wollten tatsächlich auch erst Double Mage Ele spielen. Das war ihr eigentlicher Plan, wurde aber durch unsere Regeln natürlich vereitelt, ne, weil wir das natürlich nicht erlaubt haben. Ja. Da können wir auch, je nachdem nach eurem Feedback, gerne auch nochmal drüber reden, ob man zweimal die gleiche Klasse erlaubt in Zukunft. Aber ich vermute, es macht eher weniger Sinn. Ich vermute, es macht eher weniger Sinn. Aber, also wäre auch sehr hart in dieser Kombo, ne? Ich meine, wir haben über viele Kombos gesprochen, die einfach extrem unbalanced werden, wenn man dreimal dasselbe erlaubt. Und wenn ich jetzt hier drüber nachdenke, 2 Insta und Power of Might Mages mit Pyroblast und dann Charmy dazu. Ja, natürlich, klar. Chain Bolt da reinsetzt, fällt jemand um. Was man halt auch noch machen könnte, man könnte drüber nachdenken, ob man vielleicht zum Beispiel nur gewisse Klassen zweimal erlaubt. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, ne? Wenn wir denken, dass es die Diversität, wie man das nennt, erhöhen würde vom Turnier. Ja, keine Ahnung. Wenn vielleicht ein paar von euch gerne mit 2 Druiden oder so zum Beispiel, ja, ein Feral und eine Eule, geht aber irgendwie nicht wegen den Regeln, da könnte man noch drüber nachdenken, aber ja. Ich glaube, wir sind erstmal so ganz gut aufgestellt, ne? Ja. Sehr spannende Kombo. Sehr, sehr spannende Kombo. Sehr, sehr burstlastig, wie du sagtest, ja. Genau. Okay. Und auch von Patchwork, ja, das zweite Team von Patchwork, wurde an der Stelle, bin mal gespannt, wie die Patchwork Boys schlagen werden.
Ja, ich bin natürlich unvoreingenommen mit den Lucifer Boys unterwegs. Nein, wir sind natürlich möglichst unvoreingenommen. Aber Lucifer war nur ein Team, ne? Ne, zwei. Ananasser, Classics Heart und Heath. Ach ja, die Dings, das RMP noch, ne? Ja. Genau, RMP und ja. Priest Warlock. Friede. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Grund, weswegen ihr alle hier seid, oder? Yes. Der Bock? Ich habe hier, wie gesagt, ich habe die ganze Zeit fleißig gemischt. Okay. Dann gehen wir jetzt, Freunde der Nacht, in die Auslosung rein. Gucken. Ja. So, wir haben hier den Turnierbaum. So, wo ich hier immer quasi, sobald wir erste Team haben, also wir machen das, denke ich mal, einfach so, wir gehen von oben nach unten, ne? Ziehen quasi genau. Ein Team, das wird genau. Oben in die oberste Platzierung reingestellt und dadurch ergeben sich dann automatisch die Setups oder die Matchups für das Turnier. Ganz genau, würde ich auch so vorschlagen. Gut, ja, Monte, willst du einfach anfangen, oder? Ja, soll ich einfach mal das erste Team ziehen? Ja, mach einfach mal. Ich nehme einfach mal dieses hier. Und dann mache ich es auch für euch gleich. Ja, sieht man so gut, ja, sieht man gut. Das ist der SC Pantera. Sieht man das wirklich halbwegs vernünftig? Aber, ja, doch. Erkennt man. Ja. Licht ist auf jeden Fall am Start, aber ist der SC Pantera als erstes Team. Und ja. Dann mische ich hier nochmal ganz schnell durch. Gerade ganz kurz nochmal gucken, damit ich den Namen auch richtig schreibe. So. See Pantera. Genau, okay. Das wird antreten gegen. So, Moment. Ich mach wieder zu. Aber ich behalte ihn in der Hand. Dass ihr wisst, gerade das ist dein Discord. Moment, ich habe glaube ich gerade verkackt. Moment. Jetzt sieht man nicht wieder. Okay, aber Moment, ich schreibe erstmal ganz kurz den Teamnamen rein. Es dauert immer kurz. Ja, ja. Damit ihr das auch sehen könnt. So. Muss ich einmal hier die Quelle machen. Und da sehen wir SC Pantera. So, dann bitte das zweite Team. So, dann gucken wir, gegen wen der SC Pantera spielt. Und ich habe schon durch den Zettel gelesen. Es sind die löppenden Lachse. Sehr, sehr geil, Leute. SC Pantera gegen löppende Lachse. Das heißt, die Lachse direkt im ersten Game am Start, okay. Ja, und vor allem ein sehr, 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 sehr spannendes Matchup direkt. Pala, Priest, Warrior gegen Pala, gegen Mage, Hexenmeister, Priester. Ja, wir können ja gleich im Nachhinein, wenn wir alles eingeben haben, gucken wir uns nochmal kurz die Matchups an, oder? Würde ich sagen. Können wir gerne machen. Genau. Nochmal ganz kurz, was wir dann vielleicht denken, wie die abschneiden werden. So. Das ist jetzt hier schon. Achso, so machst du. Die spielen gar nicht gegeneinander. Du musst das als Team 8 eintragen. Ja, ich habe das gerade falsch eingetragen. Perfekt. Moment. Ja, irre. Team 8 muss ich nehmen. Ja, das ist alles. So sieht's aus. Warte, hier muss man erstmal reinkommen. Ich muss hier Team 8 auswählen, genau. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Sachen wir uns einarbeiten mussten während der letzten Wochen. Trination sagt, so geht doch auch. Spüre ich da Ablehnung gegen das Matchup von Trination? So. Wenn ich jetzt den Baum einmal aktualisiere. Ja, sehr schön. Perfekt. Gut. So, dann fangen wir an mit dem nächsten Team und das wird dieses hier sein. Es ist, nachdem ich das hier aufgeklappt habe, ich kann es nicht lesen. Wo sind die Gegners? Ja, ihr könnt es wahrscheinlich auch nicht lesen. Ich mach mal, warte mal, wenn ich das hier so ein bisschen dunkler mache.
Dann wo sind die Gegner? Das okay, das Team von Taxen, von Faxen, von Patchwork, ja. Genau. Das heißt, die sind Team 4. Achso, Dranishin, das hat mit dem Aufbau der Seite zu tun, die den Teambaum verantwortet quasi. Genau, die sind Team 4. Genau, sehr schön. Und die spielen gegen das folgende Team. Gegen Boomer Squad. Oh, okay. Ja, man kann es natürlich nicht sehen, aber es ist Boomer Squad. Das ist natürlich jetzt, da treffen direkt die Gegensätze aufeinander. Das ist natürlich interessant, ja. Ja, so geht's, oder? So kann man es lesen. I believe. Ja, ja. Ja, das ist ja sehr spannend. Team 5. So sieht's aus. So, dann haben wir noch 4 Teams in Verlosung. Ja, mach du, ich erzähle ein bisschen was. Und zwar, Avoid the Difference, Undecided, müsste noch mit drin sein. Dann Alt und Faltig und Classic is Hard. Das heißt, wir könnten hier, ich glaube, wir haben noch keinen, wo sind die Gegners? Und Boomer Squad, beides Patchwork, ne? Faxen schreibt direkt RIP rein. Das erste Patchwork-Duell vor allem. Ja, das ist ja fies, Alter, dass direkt Patchwork gegeneinander antritt. Aber gut, mein Gott, kann man nicht ändern. Ich versuche hier möglichst, also was heißt möglichst, ich habe überhaupt keine Ahnung, was auf welchem Zettel steht. So, dann das Team, was in Team 3 sein wird, ist, das erste ist Undecided. Undecided, ja. Es müssten. Ja. Go, Lippen, Luxe, go, kommt jetzt hier. Da möchte. Da feuern schon die ersten Leute an. Ich bin gespannt. Ich erwarte mindestens Fangesänge als Chatnachrichten am Samstag. Also, ich halte mich übrigens auch immer an eure Groß- und Kleinschreibung, ja. Das respektiere ich auch. Wenn ihr jetzt bei der Anmeldung kleinschreibt den Namen, dann wird es auch hier. Den Baum klein geschrieben. Jeder so, wie er das gerne haben möchte. Gar kein Problem. Jo. So, und Undecided wird spielen gegen das folgende Team. Dieses hier. Und es ist Avoid the Difference. Ah, okay. Team 7. Ja. Pogo kommt hier schon. Oh, das in the Chat, du, Leute. Pogo, genau. Pogo in the Chat, du. Go, Killux. So. Oh. Dann machen wir weiter. So, und das heißt, eigentlich ist das letzte Matchup ja schon klar, aber der Vollständigkeit halber losen wir auch dieses hier aus. Es ist Classic is Hard gegen Alt und Faltig, trotzdem gewaltig, Leute. Das ist das letzte Matchup. So, das heißt, haben wir. Wird ein Classic ist hart geschrieben, einfach alles groß, klein, wie wir hatten die? Einfach so Classic groß, der Rest klein. Einfach, also das C bei Classic groß, der Rest klein. Ah, okay. Team 3. Big is hard. Und was war das letzte Team dann noch? Das war Alt und Faltig. Ich glaube, Alt und Faltig trotzdem gewaltig. Alt, auch alles klein, glaube ich, ne? Alt und Faltig, nee, da war aber Alt und Faltig war einiges am Start mit großen Kleinschreibungen. Ich kann dir das mal hier trotzdem. Ich kopiere das hier kurz rein. Ja, will ja nicht so. So, kannst du die rauskopieren. Jo, danke dir. Sehr schön. Machen wir auch noch rein hier. Jo. Dann könnt ihr jetzt den Stream abschalten. genau, so. Das, mal ganz kurz hier, Turnierbaum. Sollte stimmen, ne?
So sieht's aus, ganz genau. Das ist die erste Runde quasi für Samstag. Ja. Spannende Matchup auf jeden Fall. Wie gesagt, Game 2, Patchwork Elimination. Tut ein bisschen weh, oder? Man könnte natürlich, was mir gerade eingefallen ist, man könnte natürlich noch in Klammern die Setups reinschreiben. Wenn du mir die gerade nochmal nennen würdest, von SC Pantera, was die spielen. Ja, das ist doch natürlich vollkommen klar. SC Pantera spielt Paladin Priest Warrior. Scheiße, wie macht man nochmal P und P bei Paladin Priest? P-A-P-R. Einfach und P. Einfach. Nee, jetzt gibt's im Englischen. Ich sag nochmal Priest. Das D, glaube ich, oder? Priester war D für Disziplin? Ach, ich weiß nicht mehr genau, irgendwas war da. Nee, das war Druide. Scheiß drauf, ich mach jetzt mal Paladin. Was spielen die? Palapriester und? Worry. So undecided? Undecided spielt Paladin Krieger Hexenmeister. Leute, was war denn in der Berlin Crusade Arena die Abkürzung von Priester, Leute? Wisst ihr das noch? Aha, oder? Für Holy? Aber was war dann Paladin? Wenn Priester P wäre, stimmt, RMP muss ja P sein. Was war denn ein Paladin? Gerade nicht mehr, ey. Ach, Holy dann. Thema Pala. Ah. Paladin G, O? G, Pala, O. Okay, danke. Ich schreibe es einfach ganz grob rein. Ich meine, das ist irgendjemand schreibt was an, jeder schreibt was anderes so, perfekt. Ja. Warte, also, mal ganz kurz hier, Momentchen. Ganz kurz hier. Ja, dann bist du tatsächlich weg, wenn ich das so mache. Ja. Oh, wie Opfer schreibt sie ja, du. Moin, danke dir. Fies. Dann lass. Ja, okay. Und Classic is Hard Setup nochmal gerade. RMP. RMP. Die Gegner sind Mage Shami Rogue, MSR, RMS wohl eher. Mage Schamane Rogue. Genau. MSR, ne, oder? Würde ich sagen? Genau, ja, RSM eigentlich. Rogue. Nee, RMS, RSM, keine Ahnung. Ja, ja, auch scheißegal, die Reihenfolge. Richtig. RSM. Boomer Squad war Mage Warrior Paladin. Pala Mage MWP. Ja, also Pa, ich mach immer PA für Paladin. Ja, ja, ja. Priester wäre dann P. Ja. So alt und faltig, trotzdem gewaltig, ist was Retri, ne? Das ist genau RP Pa. RP Pa. RP Pa, Leute. Arp. Parp. Oder Parpy. RP Par, ja. The Voice of Difference war Lock Druid. Genau. WLP. Also mal L. D. P. Ja, LDP. LDP. Und die Löppenden waren LMP, ne? Genau. Lock Mage Priest. Ganz gut, genau. Haben wir's. Gucken wir, der Turnierbaum sollte sich jetzt auch updaten. Gucken, ob es jetzt sieht's okay aus so oder? Ja, oder? Ja, man erkennt. Ah, bei alt und faltig. Groß, aber alt und faltig ist natürlich fies. Ich überlege, ob ich vielleicht einfach nur alt und faltig jetzt nehme bei dem Namen. The Disrespect is real.
Ja, wir machen beim Turnierbaum nur alt und faltig rein, Leute. Ihr seid trotzdem gewaltig. Das werden wir nicht. Wir werden euch natürlich trotzdem so ankündigen mit eurem richtigen Namen, aber in dem Baum ist es ja nicht so schlimm. Gut, damit haben wir dann die Teams fertig. Mal den Turnierbaum upgraden. Updaten. So. Jo, was sagt der Leute? Was ist eure Meinung? Seid ihr zufrieden mit den Teams, die ihr bekommen habt oder nicht? Ja, ich habe ja schon ein bisschen Feedback bekommen. Faxen hat direkt RIP reingeschrieben. Mit dem Patchwork-Duell hier an der Stelle natürlich, ne? Wir können ja vielleicht mal von oben anfangen. Und ja, ja, was sagst du denn zu dem ersten Setup? Das wäre der SC Pantera. Ja, sehr gegen, spannend, ne? Gegen also die Lippen Lachse. Das sind einmal Paladin, Priester, Krieger. Das waren die mit dem Shadow, ne? Das ist quasi Paladin, Heal Paladin, Krieger und Shadow, ja, ne? Ja, genau. Gegen Lock, Mage, Priester. Was sagst du denn? Spannend, ne? Also ich meine, die dicke Platten-Kombo, die natürlich gegen Melees sehr stark dann ist als Paladin und Krieger, ist nicht ganz aufgegangen mit dem ja, Doppel- oder Triple-Caster-Matchup. Krieger wird sich trotz Segen der Freiheit von Paladin natürlich gegen Mage und Lock und Priester was schwer tun, denke ich. Sehr, sehr spannendes Matchup. Natürlich auch geil, wenn wir jetzt nochmal die Gegenüberstellung immer hätten. Ja. Hab mir die gerade jetzt für mich persönlich nochmal aufgemacht hier. Ja. Ja, wird stimmt, ist echt spannend, wie hier der Krieger halt agieren kann gegen Mage, Priester und Warlock, ob er quasi durchnuken kann oder ob er irgendwie aufgehalten werden kann. Bin mal gespannt. Ja. Vom Gear-Niveau würde ich sagen. Spannendes Matchup, ne? Also ich glaube sehr ähnlich. Löppene Lachse. Sehr ähnlich. Fünf. Beide haben Leute dabei, die sehr viel Ranking-Gear haben, aber auch ein bisschen PvE-Gear ist auch am Start. Ja, also hat vielleicht ganz gleich die Nase vorn durch das Rank 14-Gear auf dem Warrior. Ja, stimmt. Was ja. Gear angeht zumindest. Aber nochmal, ne, die Combo ist jetzt nicht unbedingt kriegerfreundlich, würde ich sagen. Ja. Das Line-Up. Ja. Okay, dann machen wir weiter. Wo sind die Gegnaps gegen Boomer Squad? Ja. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, absolute Gegensätze treffen sich hier. Ne, einmal das mehr Grind-Team mit dem Pala, mit dem Krieger und mit dem Mage. Sehr, sehr, also die halten viel aus, denke ich mal. Die könnten auch theoretisch gesehen längere Matches spielen. Die jetzt allerdings wiederum gegen ein Team antreten, die halt mit Ele, Schamane, Mage und Schurke natürlich sehr, 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 sehr viel Burst auch am Start haben. Ne? Was, ja. Was denkst du hier? Wie wird das kommen? Also im Endeffekt ist natürlich die Aufgabe fürs Boomer Squad total easy. Der Burst muss um jeden Preis überlebt werden. Und auf den Long Run, denke ich, dürfte das gerade mit dem Rank 14 Gear für das Boomer Squad dürfte das Boomer Squad hier favorisiert sein, wenn das Game länger als 30 Sekunden dauert. Allerdings wird die Schwierigkeit sein, und das muss man doch auch schon wieder sehen, hier das Game nicht nach 30 Sekunden zu verlieren, indem einfach der Worry rausgenommen werden würde. Könnte schnell passieren. Ja, was denkst du, wen würde man hier nuken? Ja, war den Krieger eventuell, ja, stimmt. Ja, Mage klar. Mit Block, Paladin mit Bubble, keine Chance. Das sind ultimative Verzögerer. Worry mit der Melee-Bubble von Pala, vielleicht gegen den Schurken auch zumindest ein Teil Damage, der rausnehmbar ist, aber natürlich gegen Mage und Shami. Kann man Bob purgen? Ja. Weiß ich gerade gar nicht. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel man purgen kann. Ich weiß gar nicht, ob man Bob purgen kann. Leute, bitte. Klärt mich auf. Ja, macht mich fertig. Macht euch. Genau, alle mal bitte Profis reinschreiben. Der hief die ganze Zeit am Rhein. Aber ganz ehrlich, was interessiert mich irgendwelche Schamanenfähigkeiten, Digga? Ja, ich spiele Allianz irgendwie. Was weiß ich, was so ein räudiger Schaman in seiner Freizeit treibt, ja? Mit der räudigen Purge-Fähigkeit da. Ja? Interessiert mich gar nicht da. Solltest du aber schon wissen, weil da könnte ich ja auch purgen. Solltest du ja doch vorbereitet sein, wenn du als Mir doch egal.
die weggepusht werden könnte. Ohne Scheiß, ich war echt echt erstaunt. Also es wusste ich sehr, sehr lange nicht, dass Fabs auch einfach weggepurcht werden können. Ich dachte, das wäre ein physischer Buff oder so, aber es kann auch einfach weggepurcht werden. Moin. Ja, ja, spannende Frage. Ich denke mal, ich bin da mal richtig, Bubble kann nicht gepurcht werden. Ja, von daher immerhin haben die hier dann noch die Bubble am Start. Ja, wird man wahrscheinlich auf den Krieger gehen, würde ich vermuten, ja. Denke ich auch, aber sehr, sehr hartes Matchup für Wissen die Gegner. Also wenn es, glaube ich, ein Team gibt, was man mit einer Triple-Burst-Combo nicht haben möchte, dann ist es wahrscheinlich das Full-Rank-14-Team. Muss man. Ja, das stimmt allerdings, das stimmt. Das ist sicherlich hier direkt eine harte Nuss, die da zu knacken werden wird für die. Gegen LMP zum Beispiel, der Burst wäre viel, viel stärker. Gegen ein Team wie LMP oder gegen LDP. Hm. RMP vielleicht sogar auch noch in Ansätzen. Das sind halt Teams, die gegen so einen Burst vielleicht richtig krasse Probleme haben. Das Rank 14 Team mit Parler Mage. Schwierig. In der Tat sehr schwierig. Mhm. Gut, dann machen wir weiter. Mit dem nächsten Matchup wäre Undecided gegen Avoid the Difference. Hier haben wir einmal. Nochmal aufmachen die Kacke hier. Moment. Spannende Wins, ne? Die ersten beiden Teams, die sich angemeldet haben, sind jetzt hier in dem dritten Game gegeneinander gestellt. Ach, ist das so, ja? Okay. Ja, genau. Wollte Difference erstes Team, an dieser Seite zweites Team, die sich angemeldet haben. Sehr spannend. Paladin, Warlock, Lock gegen. Wo ist Avoid? Ach, hier, ja. Upsala. Priest. Mhm. Ja, was ist dein erster Eindruck bei dem Setup? Also, wir haben hier natürlich sehr viel Gear auf dem Team von Avoid. Sicherlich der Gear-Vorteil ein Stück, würde ich sagen. Aber hast du deine Gedanken? Ja, für das Team Undecided würde es darum gehen, einfach das Game möglichst schnell zu beenden. Ich denke, da sollte einfach der Fokus drauf gelegt werden, durch den Krieger und mit dem Hexenmeister hier möglichst schnell einen Kill zu erzielen. Denn die Doppel-Dot-Kombo von Avoid the Difference, und wir haben ja schon die ersten Testgames von Avoid the Difference gesehen, ist auch kein schlechtes Line-Up. Sehr, sehr. Ja. Vielleicht, wenn ich sagen würde, eines vielleicht trotzdem der ausgeglichensten Games, Paladin mit der Bubble. Gut, Bob bringt gegen die Combo nicht so viel. Aber vielleicht von der Combo, vom Setup, vielleicht eines der ausgeglichensten Games, würde ich sagen. Ja, ich sehe hier leichte Vorteile bei Avoid the Difference tatsächlich. Kann mir vorstellen, dass der Krieger hier Probleme haben wird mit dem Druiden. Ne? Druide kann man sehr, sehr fast unmöglich dran zu bleiben mit dem Krieger. Der Shadow tankt sehr viel weg. Der Souling Warlock wird auch sehr viel wegtanken. Was natürlich dem Team in die Karten spielt, ist natürlich Berserker Rage, Deathwish. Fähigkeiten natürlich hier gegen, ich sag mal, die Kernkompetenz des Avoid the Different Teams ein bisschen entgegenwirken. Ne? Viele Fears, natürlich auch Dudu-Stunts, Roots und Co. Aber die Fears kann der Krieger natürlich fast. Ja, das stimmt, natürlich. Die haben hier wegen der Freiheit auch gegen die Wurzeln, ja. Ja, also. Also ich würde trotzdem leicht sagen, Avoid the Different vielleicht leicht favorisiert hier an der Stelle. Aber muss man gucken. Wie gesagt, letztendlich ist alles eine Spekulation, Leute. Es ist echt. Ja, absolut. Es ist halt auch immer so die Frage, wie sehr kann man sich auf Erfahrungswerte von Burning Crusade Arena verlassen? Das ist halt nicht unbedingt möglich. Ja. Gut. Dann ein Matchup haben wir noch. Genau. Und zwar. Monte, stell du doch gerne nochmal vor. Ja, RNP, Classic is Hard gegen Alt und Faltig, Rogue, Priest, Parler. Also das heißt, der einzige Unterschied eigentlich im Lineup, Mage gegen Parler, der Rest ist gleich. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie schneiden hier die Teams ab? Beide mit Rogue, der Rogue von Classic is Hard ist vielleicht einen kleinen Ticken besser equipped mit Thunder Fury, Drakefang Talisman und Co. Beim Priester war es, glaube ich, relativ ähnlich, wenn ich mich erinnere. Und ich glaube auch, dass Mage und Paladiger war relativ ähnlich. Also wenn man einen Gear-Vorteil sehen würde, dann vielleicht ganz minimal, weil Classic ist hart, weil der Schurke echt gut equipped war. Ja.
Ja, Gear ist relativ gleich, ja. Classic Gesard hat leichten Gear-Vorteil unter Umständen, kann man, ne, könnte man so sagen. Ist halt auch alles spekulativ, Leute, ne? Das ist halt Retri-Paladin-Schurke, wie das jetzt hier kommen wird bei dem Setup. Muss man schauen. RMP, vielleicht ist RMP ja auch wirklich so ein todesgutes Setup, dass die gar keine Probleme haben werden, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also muss man mal gucken. Sehr, sehr schwierig, kann ich gerade gar nicht einschätzen. Beides vor allem Teams mit sehr viel CC, ne? Also sehr CC-lastige Kombos. Rogue, Mage, Priest mit 4, Sheep, den ganzen Rogue-Fähigkeiten. Vor allem haben wir ja auch den Double-Friendly Dispel, ne? Auf der alte und faltige Seite. Ja, richtig, genau. Ne? Das ist halt auch das ist auf deiner Seite natürlich, ne? Der Paladin mit Hammer und. Genau, ich denke, hier wird es auch darauf ankommen, wie gut Olduschi letztendlich auch seine Mates hier auch supporten kann. Weiß nicht, ob er sich das alles binden wird noch, um die zu dispellen und so weiter. Ja. Wäre zu empfehlen. Interessantes Matchup auf jeden Fall. Wie gesagt, sehr ähnliche Kombos. Auch wieder fast ein Mirror. Wie gesagt, Mage und Paladin, glaube ich, mit ähnlichen defensiven Fähigkeiten. Bubble versus Block. Sehr ähnlich. Wobei vielleicht die Bubble einen kleinen Vorteil hat in dem Fall, weil man sich natürlich in der Bubble noch bewegen kann. Ja. Wird auch interessant zu sehen. Und würde ich jetzt gar nicht sagen, wer da vorne liegt. Wenn es nach dem Gear geht, dann hat Classic, es hat vielleicht einen minimalen Vorteil. Genau, Leute. Ich würde sagen, das war's auch schon, oder, Monte? Ja. Gute überzogen, man kennt's, aber so ist das. Ja, Leute. Wir kommen da schon noch rein. Das ist der offizielle Turnierbaum. Das heißt, er ist jetzt quasi auch öffentlich, das heißt, ich möchte jetzt alle nochmal bitten, ihre Talente jetzt bitte nochmal zu überarbeiten, wenn ihr das noch machen wollt. Nachdem ihr quasi jetzt auch von mir aus wisst, gegen welche Gegner ihr kommt. Aber sobald ich den Turnierbaum im Discord veröffentlicht habe, sobald ich den Link da reingepostet habe, das ich dann später machen werde, würde ich sagen, dürft die Talente nicht mehr ändern. Ich werde quasi, wenn ich offline gehe nachher, poste ich den Discord rein, also ihr habt quasi den ganzen Abend noch Zeit, ja, ist jetzt auch egal, haben alle die gleichen Chancen. Und aber sobald ihr im Discord seht, okay, der Turnierbaum wurde dort gepostet als Link, dann mache ich einen Screenshot von euren Talenten und dann die bitte nicht mehr ändern. Genau. Gut, dann würde ich sagen, ja, Monte, musst du jetzt direkt weg oder hast du noch ein paar Minütchen? Ich müsste weg, ehrlich gesagt, aber. Du musst direkt weg, okay. Sonst könnte man jetzt vielleicht noch 5 Minuten, wenn es noch geht. Gemeinsam mit Monte auf 1-2 Fragen eingehen. Wenn er das aber nicht mehr möchte, dann würde ich das jetzt machen. Ja, ich glaube, Monte will. Müssen wir respektieren. Monte hat einfach auch heute noch andere Sachen vor. Wir haben es ja alles geschafft. Ja, war sehr schön. Wir haben den Turnierbaum erstellt. Dann würde ich gleich mit euch gemeinsam noch auf ein paar Fragen eingehen. Genau, Monte. Dann, danke auf jeden Fall. Ja. Hast du sonst noch was zu sagen gerade? Lasset die Spiele beginnen. Okay. Dann haben wir noch irgendwas vergessen? Ich freue mich auf Samstag. Nee, oder? Also eigentlich haben wir alles geklärt. Nein, ich glaube, wir haben alles geklärt, genau. Genau, ab Halbfinale Best of 5. Und andere Dinge werde ich dann gleich mit euch noch im Chat klären, wenn noch irgendwas ist, die ich beantworten kann. Und dann würde ich sagen, Monte, danke dir und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen Abend bei den Testturnieren, dann nochmal im Testspielen und dann natürlich auch beim Turnier am Samstag um 18 Uhr beginnen die Spiele, um 17 Uhr die Übertragung auf Twitch. Genau. Auf die Pfeiler X hier auf dem Kanal auch. Und in dem Sinne, genau, Monte, dann vielen Dank und bis denne. Bis dann, ciao. Und ciao, ciao. Spätestens.